Herzlich willkommen bei Cremissima. Heute möchte ich über Mikrostrom-Gesichtsbehandlung für zu Hause und unterwegs sprechen. Schließlich fehlt doch oft die Zeit, ein intensives Facial im Kosmetikinstitut durchführen zu lassen. Um der Haut jedoch jederzeit ein vitales und frisches Aussehen geben zu können, bieten sich heute neben einer optimalen Pflegeroutine auch Anti-Aging-Geräte für die Selbstanwendung an. Aber zunächst möchte ich kurz darauf eingehen, wie Mikrostrom unter und auf unserer Haut wirkt. Kurz gesagt, Mikroströme sollen die Gesichtsmuskeln stimulieren. Und durch schwache Ströme, die in bestimmten Frequenzen in die Haut eindringen, soll das Gewebe idealerweise vitalisiert und entgiftet werden. Die daraus resultierende verbesserte Hautdurchblutung soll dazu führen, kollagene Fasern neu zu bilden und Konturen zu straffen. Die Wirkung von Mikrostrom kann demnach sehr wirkungsvolle und langanhaltende Ergebnisse erzielen. So zumindest das Versprechen der Hersteller. Spannend ist, dass laut wissenschaftlicher Erkenntnisse die Ströme darüber hinaus auch die Konzentration von Adenosintriphosphat, auch als ATP bekannt, um ein Vielfaches erhöhen können. ATP ist der Energieträger unserer Zellen, denn ohne ausreichende Energiezufuhr können die Zellen des menschlichen Körpers nicht effizient funktionieren. Unsere Haut ist als das größte Körperorgan ständig aktiv und deshalb benötigt sie für ihre Vitalität und Regeneration auch eine ziemliche Menge an ATP. Bezogen auf unsere Hautzellen könnte also ein deutlicher Schritt in Richtung Anti-Aging und besserer Hautgesundheit darin bestehen, die ATP-Aktivität möglichst zu unterstützen. Allgemein anerkannt ist, dass wir die ATP-Produktion durch gesunde Ernährung und Sport anregen können. Doch auch effiziente Pflegeprodukte und natürlich regelmäßige apparative Hautbehandlungsmaßnahmen sollen unsere Hautzellen so richtig auf Trab bringen. Und damit zurück zur Mikrostrom-Gesichtsbehandlung. Mikrostrom im Bereich bis zu ungefähr 400 Mikroampere stimuliert die ATP-Produktion und die damit verbundene Zellaktivität nachweislich, wie beispielsweise eine Studie aus dem Jahr 1982 belegt. Das alles klingt tatsächlich sehr vielversprechend und daher machen sich mittlerweile etliche Hersteller diesen Effekt zunutze und bieten auf dem Markt ihre Mikrostromgeräte an. Ich selbst bin natürlich auch neugierig geworden und habe mich nach zahlreichen Recherchen für das Gerät Zeep Beauty des gleichnamigen Herstellers entschieden. Das Gerät ist ein FDA-geprüftes Nano- und Mikrostromgerät für die Gesichtshaut, das jederzeit zu Hause angewendet werden kann. Es arbeitet laut Hersteller mit ca. 400 Mikroampere, also in dem laut Studienlage wirksamen Bereich, und erfüllt gleich mehrere Funktionen: Hautstraffung, Contouring, Revitalisierung, Akneprävention und Pigmentbehandlung. Und über die Zeep App sind genau diese verschiedenen Programme einfach auszuwählen. Man gleitet dann mit dem Gerät über die Haut und die einzelnen Schritte werden von der Zeep-Gründerin Melanie Simon höchstpersönlich erklärt und angewendet. Das Gerät ist handlich und insbesondere wer seine Beauty-Tools gerne auf Reisen mitnehmen möchte, sollte mit Zeep kein Problem haben. Um die elektrischen Ströme des Siebgeräts sicher auf die Haut übertragen zu können, benötigt man zusätzlich ein leitfähiges Gel. Das leuchtet ein, denn wenn der Mikrostrom die Haut nicht durchdringen kann, erreicht man keine Vitalisierung des Gewebes. Die Siebgele enthalten eine Kombination aus sehr leitfähigem Glycerin in pharmazeutischer Qualität und getrocknetem Meerwasser. Das mit den Elektrolyten Magnesium, Kalium und Natrium gesättigt ist. Die Haut wird demnach während der Behandlung mit Nährstoffen versorgt und gleichzeitig sollen die Gelformeln die effizienteste und energiereichste Stromabgabe laut Hersteller erreichen.
Und Sieb Beauty hat dazu meines Erachtens drei gute Wirkstoffgele entwickelt. Diese heißen Golden Gel, Silver Gel und Crystal Gel. Das Crystal Gel wirkt regenerierend und antioxidativ und insbesondere mit dem Wirkstoff Glutathion, einer Aminosäure, die der Haut einen außergewöhnlichen Glow verleiht. Enthalten ist auch ein topisches Kollagen, das sorgt für Straffung, und Zederrindenextrakt wirkt antioxidativ. Das bedeutet, es schützt und repariert zugleich. Das Golden Gel strafft und belebt und es kann zusätzlich auch als Regenerationsmaske angewendet werden. Es enthält auch Wirkstoffe, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und fördert die Kollagenproduktion und hat zudem auch eine entzündungshemmende Wirkung. Das Silver Gel hat einen aufhellenden Effekt und enthält Wirkstoffe, die unsere Haut praller aussehen lassen. Und darüber hinaus ist das Gel auch für empfindliche Hauttypen geeignet. Ich habe mich nicht zuletzt für Sieb entschieden, weil in den Gelen ausgewogene Wirkstoffe und keine unnötigen Silikone und Paraffine enthalten sind. Schaut euch gerne dazu die Inhaltsstoffe auf cremissima.de an. Ganz billig ist der Spaß leider nicht. Das Gerät kostet ca. 400 Euro plus Gel. Da liegen die Preise zwischen 50 und 120 Euro. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wirkt das Gerät wirklich und bewirkt Mikrostrom tatsächlich eine bessere Gesichtshaut? Mein Fazit: Ich würde nach einem Jahr regelmäßiger Anwendung sagen, ja. Ich verwende das Gerät ein- bis zweimal wöchentlich mit unterschiedlichen Programmen, die je nach Bedürfnis variieren, und bemerke danach tatsächlich eine leichte Straffung der Konturen und auch ein frisches, vitalisiertes Hautbild. Aber selbstverständlich ist das nur ein subjektives Fazit, denn es kommt wie immer bei allen hautpflegenden Maßnahmen auf die individuellen Begleitumstände an, wie zum Beispiel das Vermeiden von exzessiven Sonnenbädern, Rauchen etc. und natürlich die genetische Disposition. Man sollte an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass es für die konkrete Wirkung der Mikrostromgeräte noch keine wissenschaftlich belastbaren Studien gibt. Wie bereits erwähnt, wurden zwar grundsätzliche positive Effekte des Mikrostroms für die Hautrevitalisierung, Stichwort ATP, nachgewiesen. Doch ob und inwieweit sich das 1:1 auf die angebotenen Geräte übertragen lässt, sei zunächst dahingestellt. Möglicherweise rührt die von mir beobachtete Verbesserung des Hautbilds auch eher von den eingeschleusten Wirkstoffen her. Immerhin ein schönes Ergebnis. Ihr seht, wie so oft in der Welt der Kosmetik werden wir konfrontiert mit großen Versprechen der Industrie, deren Wahrheitsgehalt sich aber meist nur durch Selbsterfahrung herausfinden lässt. Wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe und ihr euch vielleicht auch ein Mikrostromgerät für zu Hause anschaffen wollt, schaut euch bitte auch Wettbewerbsprodukte an. Denn es gibt viele Produkte auf dem Markt, wie zum Beispiel Geräte wie Nuface oder Foreo Bare. Und schaut euch bitte kritisch um, denn wenn etwa wesentliche Angaben, wie etwa die Stärke des erzeugten Mikrostromfeldes, fehlen, werde ich persönlich immer etwas hellhörig. Denn während Ströme bis 400 Mikroampere noch stimulierend wirken, sind Ströme jenseits der 500 Mikroampere angeblich bereits schädlich für die Hautzellen, sodass die exakte Angabe der Stromstärke also nicht ganz unerheblich ist. Man sieht also, genau hinschauen und vergleichen lohnt sich immer. Und wie immer könnt ihr das Ganze gerne auch auf cremissima.de nachlesen. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen und ihr konntet einige hilfreiche Informationen mitnehmen, und würde sagen, bis zum nächsten Mal.